Tiber Singh, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ref Lees, die Drogen, die Geschichte eines langen Krieges, Folge 12. Kapitel 13, Blöder Batman. Seine erste Lektion in Sachen Sucht erhielt Bruce Alexander von Batman. Da Bruce' Vater Ausbildungsoffizier war, wuchs er auf einer Reihe von Militärbasen in den Vereinigten Staaten auf. Eines Tages las er einen Comic, in dem mehrere Gangster einen Junkie verprügelten, während Batman sich hinter einem Gebäude versteckte und tatenlos zusah. "Dad", fragte Bruce, "warum versteckt sich Batman, während dieser Junkie verprügelt wird? Sollte Batman die Gangster nicht daran hindern?" "Ach, weißt du, es kümmert niemanden, ob ein Junkie zu Brei geschlagen wird", erwiderte sein Dad. "Das sind wertlose Menschen." Bruce glaubte ihm. Als Erwachsener machte er auf den Straßen von Downtown Eastside in der Suchtforschung jedoch zwei der bahnbrechendsten Entdeckungen des 20. Jahrhunderts. Und eine sollte alles auf den Kopf stellen, was man uns beigebracht hatte. Vor Jahren, als ich Psychologie an der Cambridge Universität studierte, habe ich zum ersten Mal von Bruce Alexander gehört. Und dabei von seinem Experiment mit Ratten erfahren, das ich so skurril wie interessant fand, weshalb es mir über die Jahre immer wieder in höchst unerwarteten Momenten in den Sinn kam. Erst als ich mich zu dieser Reise an die Fronten des Drogenkrieges aufmachte, entschloss ich mich, diesem Experiment noch einmal genauer nachzugehen. Ich traf Bruce Alexander in einem Café im ersten Stock der Bücherei in Downtown Eastside. Es ist ein spartanisch wirkender Ort mit harten Stühlen und Neonlampen, der an diesem Herbsttag fast ausschließlich von offenbar obdachlosen Süchtigen aufgesucht wurde, die sich an einer Tasse Blümchenkaffee wärmten. Bruce schien nicht recht hierher zu passen. Er ist ein freundlicher, grauhaariger Mann in den 60ern, der wie ein Professor aussieht, der er ist, und wie ein Kanadier, zu dem er wurde. Er trug ein Chicken Pullover und hatte ein freundliches Lächeln aufgesetzt. Bald aber wurde deutlich, dass mich mein erster Eindruck getäuscht hatte. Er gehörte tatsächlich hierher. Kaum hatten wir zu reden begonnen, wurden wir von einer Süchtigen unterbrochen, die ihn seit Jahren kennt und die über seine Arbeit Bescheid weiß und auch wusste, was seine Forschung für sie bedeutete. Kaum war sie gegangen, begann Bruce an jenem Tag und während vieler späterer Gesprächstermine mir die Geschichte seines Experimentes zu erzählen. Sie änderte meine Auffassung über die Sucht, über die Welt und über Menschen, die mir sehr nahe stehen. In den frühen 1970er Jahren lernte Bruce Alexander als junger Professor Psychologie an der Simon Fraser Universität in British Columbia in Kanada. Sein Fachbereich beauftragte ihn, den Kurs Gesellschaftsfragen zu übernehmen, den niemand sonst unterrichten wollte. Die damals brennendste Gesellschaftsfragen waren der Vietnamkrieg und die Heroinsucht. Da Bruce nicht nach Saigon fliegen wollte, ging er nach Downtown Eastside. Lustlos zog er durch die Straßen, um gerade so viel zu erfahren, dass er die Studenten unterrichten konnte. Er lief dieselbe Parade von Süchtigen ab, die Gabor Mate Jahre später passierte, und er dachte über sie, wie Batman es ihm beigebracht hatte. Zombies, deren Verstand auf die Dimension ihrer Droge geschrumpft war. Da Bruce in Familientherapie ausgebildet worden war, dachte er, dass er am schnellsten alles Nötige in Erfahrung bringen könnte, wenn er im örtlichen Behandlungszentrum Süchtige beriet. Einer seiner ersten Patienten war Santa Claus. Jedes Jahr zu Weihnachten wurde dieser 23-Jährige vom städtischen Einkaufszentrum eingestellt, vor dem er dann mit dem Hubschrauber landete, eine Hängegleiter hinabstieg, den Kindern Ho, Ho, Ho zurief, sich im Backstage-Bereich etwas Heroin spritzte und den Kleinen dann versprach, ihre Wünsche zu erfüllen. Während sie sich eines Tages über seine Arbeit als zugedröhnter Weihnachtsmann unterhielten, mussten sie plötzlich lachen und konnten sich kaum wieder beruhigen. Das erstaunte Bruce.
Man hatte ihm zu verstehen gegeben, dass Süchtige zur Selbstreflexion nicht fähig sind. Und doch konnte dieser junge Mann fraglos die Absurdität seiner Situation begreifen. Dieses Gelächter hatte etwas Menschliches an sich, mit dem Bruce nicht gerechnet hatte. Er setzte seine ausführlichen Gespräche mit den Süchtigen fort. Wie Gabor Mator stellte er fest, dass Kindheitstraumata eine entscheidende Rolle spielen. Er stieß aber auch auf ein Phänomen, das er sich anfänglich nicht erklären konnte. Und das ging nicht nur ihm so. In den 1970er Jahren gelang es der kanadischen Polizei, den Hafen von Vancouver über längere Zeit erfolgreich zu blockieren. Kein Heroin gelangte mehr in die Stadt. Wir wissen das, weil die Polizei selbst den auf den Straßen verkauften Stoff getestet und festgestellt hat, dass es kein Heroin enthielt. Der Krieg gegen die Drogen wurde in dieser Stadt also über einen beachtlichen Zeitraum hinweg gewonnen. Nach allen Regeln der Suchttheorie hätten die Junkies nun ausnahmslos unter physischen Entzugserscheinungen leiden und sich in Qualen winden müssen, um eines Tages, Wochen später, festzustellen, dass sie von ihrer körperlichen Abhängigkeit befreit waren. Stattdessen jedoch erlebte Bruce, dass sich alle Heroinabhängigen nahezu unverändert verhielten. Sie kämpften immer noch verzweifelt darum, das nötige Geld für den jetzt drogenfreien Stoff aufzutreiben, raubten und prostituierten sich, aber sie litten keineswegs unter unerträglichen Entzugserscheinungen und kotzten sich auch nicht die Seele aus dem Leib. Sicher, sie fanden schon, dass das auf der Straße gekaufte Heroin schwach war, weshalb sie mit Alkohol oder Valium nachbesserten. Aber im Grunde schien ihre Abhängigkeit dieselbe zu bleiben. Nichts hatte sich geändert. Dies war durchaus kein Einzelfall. Einen vergleichbaren Effekt hatte man auch in anderen nordamerikanischen Städten verzeichnet, in denen die Heroinzufuhr eine Zeit lang unterbunden werden konnte. Ob man nun durch Polizeiaktionen oder durch Hafenstreiks, die verhinderten, dass Schiffe entladen wurden. Sehr merkwürdig. Auch ohne Drogen blieb die Drogenabhängigkeit unverändert. Was war hier los? Bruce Alexander kehrte an die Universität zurück und brachte seinen Studenten bei, dass Drogensucht offenbar viel weniger mit Chemikalien zu tun hat, als allgemein angenommen wird. Man hatte ihnen, wie auch uns, erklärt, einer der schlimmsten Aspekte der Heroinsucht sei das extreme, unerträgliche Leid des körperlichen Entzugs. Henry Smith Williams hielt diesen Prozess für so qualvoll, dass man daran sterben konnte. Bruce aber erlebte Drogensüchtige, die ständig unter Entzug litten, und die Symptome waren oft schwach, im schlimmsten Falle vergleichbar mit einer unangenehmen Grippe. Dies widerspricht allem, was uns beigebracht wurde. Ärzte sind jedoch in dieser Hinsicht ziemlich einig. Der wahre Schmerz des Entzugs ist die Rückkehr der psychischen Schmerzen, deren wegen man mit Heroin überhaupt erst angefangen hatte. Bruce lud immer wieder Süchtige aus Downtown Eastside ein, vor seinen Studenten zu reden. Einer der Süchtigen erzählte eines Tages die Geschichte seines Lebens und beantwortete dann Fragen der Studenten. Unser Professor, fragte ein Seminarmitglied, hat gesagt, die Entzugssymptome seien gar nicht so schlimm. Sie seien überhaupt nicht so, wie sie in den Medien, vor allem im Film, immer dargestellt werden. Stimmt das? Tja, er sagt also, sie sind nicht so schlimm wie, erwiderte der Süchtige. Sagt, man geht nicht die Wände hoch, kriecht vor Schmerz auf dem Zahnfleisch. Tja, ich frage mich, ob Ihnen aufgefallen ist, dass ich gerade auf Entzug bin. Das war er. Er schniefte und schwitzte ein bisschen, mehr nicht. Die Medizinwissenschaftler John Ball und Carl Chambers haben die medizinischen Schriften der Jahre 1875 bis 1968 durchforstet und herausgefunden, dass in der Zeit niemand ausschließlich am Entzug von Heroin gestorben ist. Wie sich zeigte, können wohl nur Menschen am Entzug sterben, die bereits sehr schwach sind. Entzug trug zum Beispiel zum Tod von Billie Holiday bei, die schon an einer schweren Lebererkrankung litt.
Als Bruce in einem anderen Seminar sein Argument vorbrachte, dass Chemikalien nicht die Hauptursache für Drogenabhängigkeit sein können, hob ein Student die Hand. Das ist Blödsinn, sagte er. Wir wissen doch alle, warum man Heroin nimmt. Man nimmt es, weil es das Gehirn überwältigt, sobald man es einmal genommen hat. Und der Beweis sind die Rattenstudien, die belegen, dass das stimmt. Wie ich zuvor schon erwähnt habe, galt eine Reihe von Rattenexperimenten jahrelang als stärkster Beleg für die pharmazeutische Suchttheorie. Ein berühmtes, von der Partnerschaft für ein drogenfreies Amerika finanziertes Video, das in den 1980er Jahren im US-amerikanischen Fernsehen gezeigt wurde, erklärt es sehr anschaulich. Es zeigt in Nahaufnahme eine Ratte, die an einer Wasserflasche nuckelt, während eine Stimme erklärt, nur eine Droge macht so süchtig, dass 9 von 10 Laborratten sie wollen. Wieder und wieder und wieder, bis sie daran sterben. Das ist Kokain. Und es kann bei ihnen dieselbe Wirkung haben. Die Ratte flitzt wie irrsinnig umher und dann, von bedrohlicher Musik angekündigt, tot umzufallen. Ähnliche Rattenexperimente wurden durchgeführt, um die Suchtgefährdung durch Heroin und andere Drogen zu beweisen. Als Bruce sich diese Experimente näher ansah, fiel ihm auf, dass man die Ratten allein in einen Käfig gesperrt hatte, ohne jede Möglichkeit, sich zu beschäftigen. Es gab für sie nichts weiter zu tun, als diese Droge zu nehmen. Was wäre, fragte er sich, wenn man das Experiment anders gestaltete? Gemeinsam mit einigen Kollegen konstruierte er 2 Käfige für Laborratten. Im ersten lebten sie wie beim ursprünglichen Experiment allein mit der Droge. Der zweite Käfig war ein Paradies für Ratten. Innerhalb der Sperrholzwände enthielt er alles, was sich eine Ratte nur wünschen konnte: Laufräder, bunte Bälle, gutes Futter und andere Ratten. Er nannte es Rattenpark. In beiden Käfigen gab es 2 Trinkflaschen. Die erste enthielt Wasser, die zweite Morphin, ein Opiat, das bei Ratten ähnlich wirkt wie bei Menschen. Am Ende jedes Tages wog Bruce oder ein Mitglied seines Teams die Flaschen, um festzustellen, wie viel Rauschmittel entnommen worden war. Das Resultat war verblüffend. Die Ratten im isolierten Käfig schluckten jeweils bis zu 25 Milligramm Morphin am Tag, genau wie bei den früheren Experimenten. Die Ratten im Rattenpark dagegen nahmen kaum Morphin zu sich, weniger als 5 Milligramm. Die Tiere im Park haben einen steten Vorrat von Morphin, sagte Bruce, aber sie nehmen nichts davon. Sie bringen sich nicht um. Sie ziehen es vor, mit ihrem Leben etwas anderes anzufangen. Die alten Experimente waren also offenbar fehlerhaft. Nicht die Droge ist schuld am schädlichen Verhalten, sondern die Umgebung. Eine isolierte Ratte wird fast immer zum Junkie, eine Ratte mit einem guten Leben dagegen so gut wie nie, auch wenn man ihr noch so viele Drogen bereitstellt. Mit Bruce Worten, er begriff, dass Sucht keine Krankheit ist, Sucht ist eine Anpassung. Es liegt nicht an dir, sondern an dem Käfig, in dem du steckst. Bruce Alexander und seine Kollegen begannen die Experimente abzuändern, um festzustellen, wie sehr die Umwelt die Drogensucht beeinflusst. Er nahm Ratten, steckte sie in Einzelkäfige und ließ sie 57 Tage lang von der Morphinlösung trinken. Sollten Drogen das Gehirn überwältigen, müssten 57 Tage jedenfalls reichen. Dann verlegte er die Junkies in den Rattenpark. Würden sie weiterhin zwanghaft Drogen nehmen, obwohl sich ihr Umfeld gebessert hatte, oder waren sie der Droge endgültig ausgeliefert? Im Rattenpark schienen die Junkie-Ratten leichte Symptome eines Entzugs zu zeigen, aber sie hörten rasch auf, Morphin zu trinken. Ein zufriedenstellendes soziales Umfeld hatte sie offenbar von ihrer Sucht befreit. Im Rattenpark, schrieb Bruce, konnte nichts von dem, was wir versuchten, ein starkes Verlangen nach Morphin oder sonst etwas erzeugen, das unserer Meinung nach eine Sucht gleichgekommen wäre. Bruce wollte natürlich wissen, ob dies auch auf Menschen zutraf.
Zufälligerweise war kurz zuvor ein groß angelegtes, ähnlich ausgerichtetes Experiment mit Menschen durchgeführt worden. Man nannte es den Vietnamkrieg. Unter US-Soldaten in Südostasien war die Einnahme von Heroin so normal wie Kaugummi kauen, berichtete damals das Time Magazine. Und das war keine Übertreibung eines Journalisten. Laut einer in der Zeitschrift Archives of General Psychiatric veröffentlichten und später häufig zitierten Studie sind in Vietnam gut 20% der amerikanischen Soldaten heroinabhängig geworden. Das bedeutete, dass es bei der Truppe mehr Heroinabhängige gab als in der Heimat. Das Militär ging hart gegen den Marihuana-Konsum in der Truppe vor, setzte haschisch-schnüffelnde Hunde ein, führte Massenverhaftungen durch und ließ auf diese Weise viele Männer, die den Druck ohne ein Relaxanz nicht ertrugen, zu Heroin wechseln, das Hunde nicht aufspüren können. Senator Robert Steele aus Connecticut kehrte aus dem Dschungel heim und erklärte mit aschgrauem Gesicht: Für jeden, der heute als Soldat nach Südvietnam geht, ist das Risiko, heroinsüchtig zu werden, weit größer als das, im Kampf zu sterben. Viele Menschen in den Vereinigten Staaten reagierten verständlicherweise mit Entsetzen. Früher oder später würde der Krieg zu Ende gehen und dann eine beispiellose Zahl von Junkies auf die Straßen Amerikas spülen. Anders konnte es nicht kommen. Man war von der pharmazeutischen Suchttheorie überzeugt. Gehirn und Körper gehorchten allein der Droge, weshalb uns, so warnte Senator Harold Hatchis aus Iowa, in unseren Großstädten die 1920er Jahre und die Zeit von Al Capone dagegen bald wie ein sonntägliches Schulpicknick vorkommen werden. Der Krieg ging zu Ende, die Süchtigen kehrten heim. Und etwas geschah, womit niemand gerechnet hatte. Die Studie im Archives of General Psychiatric und die allgemeinen Erfahrungen der Menschen im Land zeigt, dass 95% der Süchtigen innerhalb eines Jahres einfach aufhörten, Drogen zu nehmen. Dabei spielte es keine Rolle, ob sie wegen ihrer Sucht behandelt wurden oder keinerlei Behandlung erhielten. Eine verschwindend geringe Zahl von Veteranen nahm weiterhin regelmäßig Heroin. Wie sich herausstellte, hatten sie entweder eine unglückliche Kindheit gehabt oder waren schon vor dem Einzug zum Militär drogensüchtig gewesen. Glaubt man an die Theorie, dass Drogen das Gehirn überwältigen und den Konsumenten zum chemischen Sklaven machen? Jene Theorie also, auf der der Krieg gegen Drogen seit Enslinger basiert, dann ergibt das alles keinen Sinn. Es gibt jedoch noch eine weitere Erklärung. Der Autor Dan Baum formulierte sie folgendermaßen: Hol einen Menschen aus diesem bestialischen Dschungel heraus, in dem Menschen, die er nicht sehen kann, ihn aus Gründen, die er nicht versteht, umbringen wollen. Und, Überraschung, der Drang, sich Heroin spritzen zu wollen, versiegt. Nachdem Bruce Alexander von diesen Studien hörte, begann er, eine eigene Theorie zu entwickeln. Eine, die dem bisherigen Suchtverständnis radikal widerspricht, aber alle Fakten berücksichtigte. Gleich das Umfeld dem Rattenpark, eine sichere, zufriedene Gemeinschaft mit stabilen Beziehungen und angenehmen Beschäftigungsmöglichkeiten, ist man für Sucht kaum anfällig. Gleich das Umfeld, dem Käfig, und man fühlt sich allein, machtlos, sinnlos, steigt die Anfälligkeit rapide. Während Bruce dies erklärte, stellte ich mir das Loch in Tent City in der Wüste von Arizona vor. Um Süchtige zu bestrafen, haben die Drogenkrieger genau jene äußeren Bedingungen erschaffen, die Suchtverhalten hervorrufen und vorhandene Sucht noch verstärken. Bruce Alexander nimmt an, dass die Kluft zwischen jenen 90%, die problemlos Drogen nehmen können, und den 10%, die dies nicht können, keineswegs ein in Stein gemeißeltes Gesetz ist. Sie ist das Resultat sozialer Umstände und kann sich ändern, wenn sich diese Umstände ändern. Die Ratten im Einzelkäfig und die Soldaten im Vietnam wurden nicht einfach von den vorhandenen Drogen überwältigt.
Sie mussten nur verkraften, dass man sie aus allen Zusammenhängen gerissen hatte, die ihr Leben zuvor sinnvoll und angenehm gemacht haben. Die Welt war für sie zu einem unerträglichen Ort geworden, und da sie ihr nicht körperlich entfliehen konnten, beschlossen sie, ihr wenigstens psychisch zu entkommen. Kaum in ein sinnvolles Leben zurückgekehrt, waren Drogen nicht länger nötig, weshalb die Soldaten mit verblüffender Leichtigkeit wieder die Finger davon ließen. Hauptursache für ein mögliches Suchtverhalten, davon war Bruce überzeugt, ist die Vereinzelung, die Versetzung des Menschen in einen Zustand, in dem er von allem Sinnvollen abgetrennt ist. Bruce machte sich daran, seine Gedanken niederzuschreiben und veröffentlichte schließlich sein außergewöhnliches Buch über die Globalisierung der Sucht, The Globalization of Addiction. Er führt die Argumente an, wie es dazu kommen konnte. Zu Beginn der Entwicklungsgeschichte lebten Menschen als Jäger und Sammler in kleinen Gruppen in den Savannen Afrikas. Allein die Gruppe bot die Möglichkeit zu überleben. Wer von der Gruppe und ihren Ritualen getrennt wurde, trauerte. Ein Mensch allein in der Savanne würde mit Sicherheit sterben. Menschen scheinen mit einem tief sitzenden Verlangen nach Bindung geboren zu werden. Denn Gemeinschaft war überlebensnotwendig. Bruce untersuchte, wann historisch gesehen die Drogensucht rapide zugenommen hat, und fand heraus, dass dies immer dann geschehen war, wenn man den Menschen ihre sozialen Bindungen nahm. Man nahm den Ureinwohnern Nordamerikas ihr Land und ihre Kultur, und sie verfielen scharenweise dem Alkohol. Die Armen Englands wurden im 18. Jahrhundert vom Land in die Einsamkeit beängstigender Städte vertrieben, und sie soffen sich in den Gin-Wahn. In den 1970er und 1980er Jahren lagerte man die Fabrikjobs aus den amerikanischen Innenstädten und den dazugehörigen Gemeinschaften aus, und eine Crackpfeife wartete am Ende des stillgelegten Fließbandes. Das ländliche amerikanische Kernland musste in den 1980er und 1990er Jahren erleben, wie seine Märkte und Fördermittel schwanden. Und man begann ein wahres Crystal Meth Gelage. Also kam Bruce zu der Auffassung, dass es, wie er schrieb, zur heutigen Suchtschwemme kommt, weil unsere hyperindividualistische, hektische, von Krisen gebeutelte Gesellschaft dafür sorgt, dass sich die meisten Menschen gesellschaftlich und kulturell isoliert fühlen. Chronische Isolation aber lässt die Menschen nach Erleichterung suchen, und zeitweise finden sie die in der Sucht. Denn diese erlaubt ihnen, ihren Gefühlen zu entfliehen, ihre Sinne zu betäuben. Ein Leben mit der Sucht ist somit Ersatz für ein erfülltes Leben. Seine Argumente widersprechen keineswegs dem, was Gabor Mate herausgefunden hat. Sie vertiefen vielmehr seine Erkenntnisse. Einem Kind, das vernachlässigt, geschlagen oder missbraucht wurde, wie Chinos Mutter oder Billie Holiday, fällt es schwer, Menschen zu vertrauen und tragfähige Bindungen einzugehen, weshalb sie sich oft absondern und so einsam leben wie Ratten im Einzelkäfig und mit denselben Konsequenzen. Professor Peter Cohen, ein Freund von Bruce, schrieb, dass wir aufhören sollten, von Sucht zu reden, um stattdessen lieber zu einem neuen Wort zu wechseln. Zu Bindung. Menschen müssen Bindungen eingehen. Das ist einer unserer ältesten Triebe. Und falls wir uns an keinen Menschen binden können, binden wir uns eben an ein Verhalten. Ob wir nun pornografische Bilder ansehen, Crack rauchen oder ins Spielcasino gehen, findet man keine andere Erleichterung verschaffende Bindung als die gespreizten Beine einer Frau auf dem Computerbildschirm, ein Tütchen mit Crystal oder ein Roulette-Rad, dann wird man wie unter Zwang immer wieder dorthin zurückkehren. Dean Wilson, ein ehemaliger Heroin- und Crack-Süchtiger aus Downtown Eastside, fasste es ganz simpel zusammen. Sucht, sagte er, ist ein Gebrechen der Einsamkeit. Der Rattenpark scheint einige der Lücken in unserem Verständnis von Sucht zu füllen. Eine Frage aber bleibt offen, zumindest auf den ersten Blick. Was ist mit den Heroinflauten?
Leidende Menschen streben danach, ihre psychische Verfassung zu ändern, indem sie den unerträglichen Schmerz betäuben. Das ergibt einen Sinn. Die Heroinsüchtigen aber, mit denen Bruce in Downtown Eastside zusammenarbeitete, nahmen in jener Zeit, in der man den Hafen von Vancouver erfolgreich blockierte, überhaupt keine Drogen zu sich. Trotzdem setzten sie ihr Junkie-Verhalten fort und spritzten sich weiterhin wirkungslosen Stoff in die Arme. Warum? Irgendwann begriff Bruce, dass ihm die Süchtigen in den vielen Monaten und Jahren, seit sie ihm aus ihrem Leben erzählten, die Antwort längst gegeben hatten. Sie haben es mir immer und immer wieder erklärt, bis ich es endlich verstanden habe, sagte Bruce. Ehe sie Junkies wurden, hockten diese jungen Leute allein in ihrem Zimmer, isoliert, ohne Lebenssinn. Die meisten konnten im besten Fall auf einen Mac-Job mit sinkendem Mindestlohn hoffen, ein Leben lang Burger wenden, Fernsehen und für irgendwelche Billigartikel sparen. Meine Aufgabe bestand im Grunde darin zu fragen, warum hört ihr nicht auf, Drogen zu nehmen, erzählte Bruce. Und ein Typ hat es mir wirklich gut erklärt. Er sagte, tja, stellen Sie sich das doch bitte einen Augenblick lang vor. Was wäre, wenn ich aufhören würde, Drogen zu nehmen? Vielleicht bekäme ich eine Stelle als Hausmeister? Gut möglich. Und nun vergleichen Sie das mit dem, was ich jetzt mache. Das ist nämlich echt aufregend. Ich habe Freunde in Downtown und wir machen so geile Sachen wie Geschäfte ausrauben und mit Nutten abhängen. Plötzlich ist man Teil einer Welt, in der man sich mit anderen Süchtigen auf einen Kreuzzug begibt, dem immerwährenden hektischen Kreuzzug, genug Geld für Drogen zu stehlen, der Polizei ein Schnippchen zu schlagen, nicht in den Knast zu wandern und am Leben zu bleiben. Liegt das Problem darin, zu sozialen Bindungen chronisch unfähig zu sein, lautet die Lösung, sich ans Heroin zu binden und damit an die Erleichterung, die es verschafft. Wichtiger aber noch ist die Bindung an eine Subkultur, die sich durch das Heroin eröffnet, die Gruppe der Mitkonsumenten, die alle derselben Mission folgen, sich denselben Bedrohungen gegenübersehen und mit dir Tag für Tag den Tod riskieren. Das stiftet Identität, ein Leben voller Höhen und Tiefen statt erbarmungsloser Monotonie. Die Welt hört auf, dir gleichgültig zu sein. Sie wird feindlich und das ist doch zumindest ein Beweis dafür, dass du existierst, dass du noch nicht tot bist. Das Heroin hilft jenen, die es nehmen, mit dem Schmerz darüber fertig zu werden, dass man keine normalen Bindungen zu anderen Menschen eingehen kann. Und die Heroin-Subkultur verhilft ihnen zu eben diesen Bindungen mit anderen Menschen. Als ich dies zum ersten Mal hörte, fand ich es seltsam und widersinnig. Das Leben eines Straßensüchtigen ist entsetzlich. Jeden Moment kann man draufgehen, durch schlechten Stoff, durch Unterkühlung, Vergewaltigung oder auch die Polizei. Wie Bruce musste ich mir diese Theorie immer wieder durch den Kopf gehen lassen und auf die mir bekannten Süchtigen anwenden, ehe ich es endlich begriff. Erinnern wir uns an die Junkies in Downtown Eastside. Als es kein Heroin mehr gab, lebten sie weiter wie Heroinsüchtige. Die entsetzliche Tatsache lautet, so Bruce, es ist besser, ein Junkie zu sein, als gar nichts. Und genau vor dieser Alternative stehen diese Menschen, gar nichts zu sein. Als es kein Heroin mehr gab, hielten sie sich folglich an das Wesentliche ihrer Heroinsucht. Und das ist die Subkultursucht. Wird einem ein Leben lang gesagt, dass man ein Stück Scheiße ist, freut man sich über die Identität eines Stücks Scheiße, freut sich über die anderen Stücke Scheiße, lebt ungeniert als ein Stück Scheiße. Das ist immer noch besser, als allein zu sein. Wie ein Süchtiger zu Bruce sagte, auch dies ist ein Leben. Es ist besser als kein Leben. Während ich Gabor Mate und Bruce Alexander zuhörte, wollte ich von ihnen überzeugt werden. Aber ein Teil von mir blieb skeptisch. Wo war der Haken an ihrer Theorie? Was sie behaupten, war nicht, was man uns in der Schule beigebracht hatte. Es war nicht das, was die meisten von uns glauben. Gabor und Bruce mochten noch so überzeugend wirken. Etwas in mir dachte weiterhin, natürlich wird Sucht durch die Chemikalien, durch die Droge verursacht. Das versteht sich doch von selbst.
Mir schien, für den Gegenbeweis eignete sich niemand besser als Robert Dupont. Er ist der Gründer des Instituts gegen Drogenmissbrauch, des National Institutes on Drug Abuse, NIDA, das weltweit 90% aller Studien über illegale Drogen finanziert. Es ist ein hoch angesehener Wissenschaftler und der Mann, auf den viele jener Metaphern zurückgehen, die uns heute helfen, Drogen zu verstehen. Ich traf ihn auf der Konferenz der World Federation Against Drugs in Stockholm. 2 Tage lang hielt ich mich unter Anti-Drogen-Aktivisten aus der ganzen Welt auf. Dupont ist ein hochgewachsener, schlanker, freundlicher Mann aus Ohio und er hielt die mit Abstand beste Rede der Konferenz. Ein wortgewandter Aufruf zum Krieg gegen Drogen, der die Inhalte jener Konferenz zusammenfasste, die davor warnte, dass Drogen das Gehirn vernebeln und den Menschen in chemische Sklaverei führen können. Er willigte ein, sich von mir mögliche Löcher in seiner Argumentation aufzeigen zu lassen, und während unseres Gesprächs hörte er interessiert zu. Ich begann mit der Frage, wie viele negative Folgen des Konsums von Drogen seiner Meinung nach auf deren pharmazeutische Komponenten zurückzuführen seien. Er schaute mich verständnislos an. Im Gegensatz zu, dann herrschte Schweigen. Ich erwähnte Kindheitstraumata und Isolation. Er sah immer noch verständnislos drein. Ich schätze, das Umfeld ist wirklich wichtig, sagte er. Und nannte dann nur einen einzigen Faktor, nämlich den, ob Drogen legal waren oder nicht. Drogenkonsum muss als Verbrechen geahndet werden, sonst nimmt er rapide zu. Ich versuchte ihm andere Faktoren nahezulegen, aber er ließ keinen weiteren gelten. Ich war von seiner Antwort etwas vor den Kopf gestoßen, weshalb ich ihm eine andere Frage stellte. Das von Ihnen gegründete Institut behauptet, Drogen machen den Süchtigen zum Sklaven der Chemie. Die Suchtstoffe übernehmen gleichsam die Kontrolle. Und jetzt versuche ich herauszufinden, wie das mit den Studien zusammenpasst, die nahelegen, dass die meisten Süchtigen einfach aufhören, Drogen zu nehmen. Wie kann das Sklaverei sein? Dupont schaute verwirrt drein und dachte nach. Kein schlechter Punkt, so habe ich das noch nie gesehen. Die Sklaverei vor 200 Jahren hatte durchaus etwas Absolutes an sich. Hier, sagte er, haben wir es eher mit einer nuancierten Sklaverei zu tun. Ein wenig verlegen lächelten wir uns an. Was, fragte ich, hat es mit der zweiten Schlüsselmetapher auf sich, die von Ihrer Organisation so gern verwandt wird? Der Überwältigung des Gehirns, seiner gewaltsamen Besetzung. Die meisten gewaltsamen Besetzungen enden nicht damit, dass man beschließt, einfach wieder zu gehen. Oh ja, richtig, sagte er. Das ist wohl eine Art der partiellen Besetzung. Auch kein schlechter Punkt. Ich war ein wenig verblüfft. Dies sind zentrale Metaphern, auf denen die Standardtheorie der Sucht basiert. Und ich sprach mit einem der anerkanntesten Experten auf diesem Gebiet während einer Konferenz, bei der sich alles um eben diese Ideen drehte. Auf die simple Frage aber, wie all dies mit dem weiteren Umfeld zusammenhängt, erklärte er mir in sehr freundlichem Ton, noch nie drüber nachgedacht zu haben. Ich redete mit dem Mann, der das weltweit wichtigste Zentrum für Drogenforschung aufgebaut hat. Und es war offenkundig, dass er von diesen alternativen Theorien noch nie etwas gehört hatte. Er schien weder zu wissen, wer Gabor Mate und Bruce Alexander waren, noch was diese Leute in ihren Studien darlegten. Fairerweise muss ich hinzufügen, dass ich später bei meinem Studium der Fachliteratur zu diesem Thema feststellen musste, dass Dupont hier nicht allein versagt. Die meisten Wissenschaftler auf diesem Gebiet konzentrieren sich vorwiegend auf Biochemie und Hirnforschung. Die Fragen, denen Gabor Mate und Bruce Alexander nachgehen, werden ignoriert. Niemand, wird mir gesagt, würde solche Studien fördern. Wie konnte das sein? Professor Karl Hart von der Columbia-Universität zählt zu den weltweit führenden Experten, wenn es um die Frage geht, wie Drogen das Gehirn beeinflussen. Er sagte mir, wenn man diese Fakten Wissenschaftlern erklärt, die ihre Karriere auf den schlichten alten Ansichten über Drogen aufgebaut haben, antworten sie, das ist mein Fachgebiet.
Lass mich in Ruhe. Auf diesem Gebiet kennen Sie sich aus. Darauf haben Sie Ihre Karriere gegründet. Kommt man nun mit Ideen, die Ihre Auffassung angreifen, wird man einfach ignoriert. Ich fragte Professor Hart, kann unsere zentrale Ansicht über Drogen denn wirklich derart beschränkt sein? Ob sie so beschränkt sein kann? Ich denke, das haben Sie gerade bewiesen. Sie ist so beschränkt. Schauen Sie sich doch die Fakten an. Alles hohl, alles nur Schall und Rauch, reines Blendwerk. Warum aber halten sich diese Ansichten so hartnäckig? Warum haben Wissenschaftler mit den besseren und präziseren Ideen die alten Theorien nicht einfach über den Haufen geworfen? Hart erklärte unverblümt, so gut wie jegliche Förderung wissenschaftlicher Arbeit zum Thema illegale Drogen kommt von der Regierung, die den Krieg gegen Drogen führt, und die vergibt nur Forschungsaufträge, die ihre bereits bestehenden Ansichten zu Drogen unterstützen. All die übrigen Theorien mit ihren radikalen Forderungen, warum sollte die Regierung so etwas fördern? Eric Sterling ist jener Anwalt, der zwischen 1979 und 1989 die Drogengesetze der Vereinigten Staaten verfasst hat. Beim Entwurf jedes wichtigen Drogengesetzes saß er mit am Tisch und hat es in Worte gegossen. Als ich ihn in seinem Büro in Maryland traf, sagte er, er wisse genau, was passieren würde, sollte ein von der Regierung geförderter Wissenschaftler jemals Ergebnisse vorlegen, die auch nur andeutungsweise von der konventionellen drogenüberwältigenden Gehirntheorie abweichen. Die Direktorin des NIDA würde vor einem Kongresskomitee zitiert und gefragt werden, ob sie denn verrückt geworden sei. Möglicherweise würde man sie feuern, auf jeden Fall aber würde man derartiges sofort unterbinden. Und alle Menschen, die für die NIDA arbeiten, vergessen Sie nicht, damit sind weltweit 90% aller Studien über illegale Drogen gemeint, wissen das. Also machen Sie einen Bogen um die entsprechende Beweislage und konzentrieren sich allein auf die chemischen Wirkungen der Drogen. Das ist nicht gelogen. Es ist allerdings auch nur ein sehr kleiner Ausschnitt des Gesamtbildes. Der politische Wille, ein Erkunden tieferer Wahrheiten zu verhindern, ist sehr stark. Wie sich zeigte, sollte er auch bei Bruce wirken. Sobald klar wurde, um welche Richtung es bei seinen Studien ging, drehte die Universität abrupt den Geldhahn für den Rattenpark zu, ehe das Team auch nur Gelegenheit fand, den vielen Fragen nachzugehen, die dieses Experiment aufwarf. Jahre später bekam Bruce von einem ranghohen Universitätsangehörigen zu hören, dass man die Zahlungen eingestellt habe, weil man die Ergebnisse seiner Arbeit peinlich fand. Etwas, das so weit außerhalb des konventionellen Suchtverständnisses lag, erschien ihnen einfach verrückt. Für den nüchtern Gesinnten auf Militärbasen und in einer konservativen Familie groß gewordenen Bruce bedeuteten der Rattenpark und die Heroinflauten verblüffende Erfahrungen, die seine Weltsicht änderten. Es ist schon erstaunlich festzustellen, dass etwas, das so allgemein geglaubt wird, falsch ist. Es ist einfach falsch, sagte er zu mir. Anfangs hatte er damit gerechnet, dass die Ergebnisse seiner Studien ein ganz neues Feld für die Suchtwissenschaft eröffnen und eine Serie von Untersuchungen zu der Frage auslösen würden, wie Sucht wirklich funktioniert. Er hatte sich innerlich schon auf eine Konfettiparade eingestellt, auf Lob und Anerkennung, sagte er. Stattdessen wurden seine Arbeiten vollständig missachtet. Dass eine derartige Beweislage einfach ignoriert werden kann, ist schon erstaunlich, sagte er. Ich schätze, man könnte sagen, dass dies meinen Blick auf das Leben vergiftet hat. Seither hat niemand mehr Fördermittel erhalten, um das Experiment Rattenpark noch einmal zu wiederholen. Während eines Spaziergangs durch die Straßen von Vancouver versuchte ich, das Gehörte zu verdauen. Wobei ich wieder an den Beginn dieser Geschichte denken musste und etwas verstand, was mir vorher nicht klar gewesen war. Es gab drei Fragen, die mich beschäftigten. Warum begann der Krieg gegen Drogen gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts? Warum sind die Menschen für Harry Anslingers Botschaft so empfänglich gewesen?
Und als deutlich wurde, dass der Krieg eine der ursprünglichen Absicht entgegengesetzte Wirkung zeigte, die Sucht nahm zu, das Verbrechen stieg rapide an. Warum wurde der Krieg intensiviert und nicht abgeblasen? Ich denke, Bruce Alexanders Durchbruch liefert die Antwort. Menschen werden nur abhängig, wenn sie nichts Besseres finden, für das es sich zu leben lohnt, und sie verzweifelt jene Leere zu füllen versuchen, die sie zu zerstören droht, erklärte Bruce 2011 während einer Vorlesung in London. Doch nicht nur jene, die zu Drogensüchtigen werden, spüren den Drang, eine innere Leere füllen zu müssen. Das trifft in mehr oder minder starkem Maße auf fast alle Menschen der späten Moderne zu. Seit dem 20. Jahrhundert breitet sich in unseren Gesellschaften ein Gefühl der Vereinzelung wie Knochenkrebs aus. Wir kennen es alle. Wir sind wohlhabender geworden, sind einander aber nicht mehr so nah. Zahllose Studien belegen, dass dies mehr als nur eine Vermutung ist. Doch sei hier nur eine genannt. Die durchschnittliche Anzahl enger Freunde pro Person sinkt unaufhaltsam. Wir sind in zunehmendem Maße allein, so wie wir in zunehmendem Maße zu Süchtigen werden. Bruce ist davon überzeugt, dass wir hier von einer Anpassung an die moderne Zeit reden. Die moderne Welt bietet viele unglaubliche Vorteile. Sie ist aber auch ein Quell von enormem, einzigartigem Stress, ein Quell der Vereinzelung, atomisiert, fragmentiert und ganz allein. Das sollte nicht zur menschlichen Entwicklung gehören, ebenso wenig wie zu der einer Gesellschaft, sagte Bruce. Und in dem Maße, in dem unsere sozialen Bindungen verkümmern, wird uns gesagt, und dies pausenlos, Tag ein, Tag aus, von einem ungeheuren Propagandaapparat, wir sollen unsere Hoffnungen und Träume in eine ganz andere Richtung lenken. Kauft und konsumiert, Gabor Mate erklärt. Unsere gesamte Wirtschaft beruht darauf, jedes falsche Verlangen, jeden vermeintlichen Wunsch anzusprechen und zu verstärken, um so Waren zu verkaufen. Menschen versuchen daher ständig, Befriedigung und Erfüllung in Waren zu finden. Das ist der Hauptgrund, fährt er fort, warum wir in einer extrem süchtig machenden Gesellschaft leben. Wir haben uns voneinander isoliert und uns auf unserer Glückssuche den Dingen zugewandt. Bloß können uns Dinge nur ein Minimum an Befriedigung gewähren. Hier kommen die Drogen ins Spiel. Diese Entwicklungen begannen im frühen 20. Jahrhundert und der Drogenkrieg begann nur kurze Zeit später. Die Verbreitung der Drogen wurde also nicht allein von einer Rassenpanik geschürt, sondern auch von einer Suchtpanik. Und die hatte eine reale Ursache, allerdings nicht die zunehmende Drogenflut, sondern unsere zunehmende Vereinzelung. Der Krieg gegen die Drogen begann, weil wir Angst vor den Suchtversuchungen hatten, deren Häufigkeit zunahm, je einsamer wir wurden. Wüten wir etwa gegen Süchtige, weil wir uns vor unserer wachsenden Anfälligkeit für die Sucht fürchten, so wie ein bibeltreuer Prediger gegen Schwule wettern mag, weil er sich vor dem eigenen Verlangen nach Sex mit Männern fürchtet? Nachdem ich Bruce ein letztes Mal getroffen hatte, saß ich auf einer Bank in Pigeon Park, einen kleinen Betonsiedlung in Downtown Eastside, in der Süchtige trinken, reden, Drogen kaufen und ich versuchte zu verstehen. Wie sollte all dies unsere Ansicht über den Drogenkrieg ändern? Bruce erklärte, wenn wir heute an eine Überwindung der Sucht denken, sehen wir das Problem nur unter einem einzigen Blickwinkel, nämlich dem des Individuums. Wir glauben, das Problem sei Sache der Betroffenen und die müssten das für sich allein oder in einem Kreis von Mitsüchtigen klären. Aber das, findet er, sei, als hielte man die isoliert im Käfig gehaltenen Ratten für moralisch verwerflich und das gehe am Problem vorbei. Wir müssen unseren Blick ändern, verlangt er, wie bei einem Magic-Eye-Bild. Denn dann sehen wir, dass nicht die Süchtigen das Problem sind, die Gesellschaft ist es. Hören wir auf, nur an die individuelle Genesung zu denken und beginnen wir an eine gesellschaftliche Genesung zu denken.
Wenn wir so denken, ändert sich die Frage, auf die wir mit unserer Drogenpolitik eine Antwort finden müssen. Sie lautet nicht länger: Wie stoppen wir die Sucht mittels Drohung und Gewalt und verhindern, dass Menschen überhaupt zu Drogen greifen? Sie lautet nun: Wie beginnen wir, eine Gesellschaft zu schaffen, in der wir uns nicht allein und verängstigt fühlen und in der wir befriedigendere soziale Bindungen eingehen können? Wie schaffen wir eine Gesellschaft, in der wir das Glück in uns oder unseren Mitmenschen statt im Konsum suchen? Dies sind radikale Fragen, dessen Auswirkungen weit über den Drogenkrieg hinausreichen und den Rahmen dieses Buches sprengen. Doch sie müssen gestellt werden. Mir scheint, wir konnten die Sucht nicht eindämmen, weil wir die falschen Fragen gestellt haben. Bruce Alexander schreibt: Diese Dynamik bringe etwas weit Düsteres als den Drogenkrieg hervor. Voneinander getrennt, isoliert, werden wir alle zu Süchtigen. Und es ist unsere größte Sucht, Dinge zu kaufen und zu konsumieren, die wir nicht brauchen und eigentlich nicht einmal wollen. In unserem Innersten wissen wir, dass es uns nicht glücklich macht, endlos zu arbeiten, um glitzernde Produkte kaufen zu können, die die Werbung uns anpreist. Trotzdem tun wir es, Tag für Tag. Wir verbringen damit den größten Teil unserer Zeit. Wir können einen Gang herunterschalten, könnten weniger arbeiten und kaufen. Es würde auch helfen, unserer Umwelt, unseren Lebensraum nicht länger systematisch zu vernichten. Aber wir ändern uns nicht, weil wir vereinzelt in unseren Käfigen hocken. Unter diesen Umständen erfüllt uns der Gedanke, weniger zu konsumieren, sogar mit Panik. All diese Dinge, findet Bruce, überbrücken nur die Leere, die menschliche Beziehungen füllen sollten. Falls wir die Lektion nicht lernen, die uns der Rattenpark erteilt, so Bruce, erwartet uns ein weit schlimmeres Problem als der Drogenkrieg. Wir werden auf einem Planeten leben, der zugemüllt wurde durch unseren manischen Konsumrausch. Resultat einer Sucht, die schlimmer und zerstörerischer als jede andere ist. Während der Monate, in denen ich mir immer wieder die Gesprächsaufnahmen mit Gabor Mate und Bruce Alexander angehört habe und zu analysieren versuchte, was genau sie mir sagten, kam ich stets auf eine offensichtliche Frage zurück. Sie hatten mich davon überzeugt, dass signifikante Suchtfaktoren nichts mit den Chemikalien zu tun hatten. Allerdings wäre es wohl absurd zu sagen, dass die Chemikalien überhaupt keine Rolle spielten, sei es bei Zigaretten oder bei Crack. Wie entscheidend ist bei einer Sucht also der Anteil der Chemikalien und wie wichtig jener der gesellschaftlichen Faktoren? Von welchem Verhältnis reden wir hier? Bei meiner Recherche stieß ich in erstaunlichem Werk des Wissenschaftlers Richard de Grandpré auf ein Experiment, das uns auf die Frage nach dem Verhältnis eine ziemlich genaue Antwort liefert. Vielleicht nehmen Sie selbst in genau diesem Augenblick am besagten Experiment teil. Als Anfang der 1990er Jahre Nikotinpflaster erfunden wurden, waren die Beamten der Gesundheitsbehörden begeistert. Sie glaubten an die Theorie, an die nahezu alle Welt glaubt: Sucht wird von den chemischen Wirkstoffen in den Drogen verursacht. Nimmt man eine Zeit lang eine Droge ein, verlangt der Körper schließlich danach und braucht die Chemikalien. Das ist nicht schwer zu verstehen. Jeder, der einmal versucht hat, auf Kaffee zu verzichten, weiß, wie mächtig diese chemischen Wirkstoffe sind. Während ich dies schreibe, versuche ich, mit dem Kaffeetrinken aufzuhören und meine Hände zittern leicht. Der Kopfschmerz. Und eben erst habe ich in der Bibliothek die Person mir gegenüber böse angefahren. Man ist sich allgemein einig, dass Rauchen zu den stärksten Süchten zählt. Hinsichtlich der pharmazeutischen Suchtgefahr liegt Nikotin gleichauf mit Heroin und Kokain. Rauchen ist außerdem die tödlichste Sucht. Von 100.000 Rauchern sterben 650 an ihrer Sucht, an Kokain 4. Und wir kennen den chemischen Wirkstoff im Tabak, das ist Nikotin. Das Erstaunliche an Nikotinpflastern besteht nun darin, dass sie das körperliche Verlangen eines Rauchers stillen, während sie zugleich einige der wirklich gefährlichen Nebeneffekte des Tabaksrauchens ausschließen.
Angesichts der Suchttheorie, an die wir alle glauben, müssten die Nikotinpflaster also eine hohe Erfolgsrate aufweisen. Die Pharmakologie funktioniert ausgezeichnet. Das Pflaster gibt Rauchern tatsächlich die Droge, nach der sie süchtig sind. Der Nikotinlevel im Blut bleibt erhalten. Das rein physische Verlangen wird gestillt. Es gibt nur ein Problem. Selbst mit einem Nikotinpflaster will man rauchen. Das Gesundheitsministerium fand heraus, dass nur 17,7% der Anwender von Nikotinpflastern tatsächlich mit dem Rauchen aufhören. Für dieses überraschende Ergebnis gibt es nur eine einzige Erklärung. Irgendwas ist wichtiger als die Droge selbst. Wenn die Versorgung mit der Chemikalie nur bei 17,7% der Raucher hilft, muss die Sucht der übrigen 82,3% anders erklärt werden. Nun sind 17,7% durchaus nicht zu verachten. Das entspricht einer großen Zahl von Menschen. Es wäre auch falsch und dumm, wollte man behaupten, die Droge habe keinerlei Wirkung. Normale Zigaretten machen um einiges süchtiger als Mentholzigaretten, um nur ein Beispiel zu nennen. Allerdings ist es ebenso dumm zu behaupten, was wir seit nunmehr einem Jahrhundert predigen, dass nämlich die Chemikalien die Hauptursache für die Drogensucht sind. Das widerspricht den Tatsachen. Man kann es gar nicht deutlich genug sagen. Bei der mächtigsten und tödlichsten Droge unserer Kultur ist die Chemikalie selbst nur für 17,7% der Süchtigen ausschlaggebend. Die Sucht der übrigen kann bloß durch jene Faktoren erklärt werden, die Gabor Mate und Bruce Alexander herausgearbeitet haben. Um diese Schlussfolgerung wirklich verstehen zu können, habe ich mit vielen Wissenschaftlern gesprochen und sie haben mir einen Unterschied erklärt, den ich sehr hilfreich fand, nämlich den zwischen körperlicher Abhängigkeit und Sucht. Zur körperlichen Abhängigkeit kommt es, wenn man nach einer Chemikalie süchtig wird, weshalb man unter Entzugssymptomen leidet. Sobald man sie nicht mehr zu sich nimmt, ich bin körperlich von Koffein abhängig, was ich heute Morgen nur allzu deutlich spüre. Mit der Sucht verhält es sich anders. Sucht entspricht dem psychischen Gefühl, die Droge zu brauchen, um ruhiger zu werden zu können, aufgeregter oder um sich zu betäuben, was immer die Droge eben bewirken soll. Die unangenehmen körperlichen Folgen des Koffeinentzugs werde ich in 2 Tagen überwunden haben. Aber in 2 Wochen empfinde ich vielleicht das dringende Bedürfnis, mich konzentrieren zu wollen. Und womöglich werde ich mir dann einreden, dass mir das ohne Koffein nicht gelingt. Mit körperlicher Abhängigkeit, den chemischen Wirkstoffen, hat das nichts zu tun. Das ist Sucht. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Was aber für die milde, eher harmlose Koffeinsucht gilt, gilt ebenso für die Schwerstsucht, etwa nach Crystal Meth. Deshalb kann man Süchtigen wochenlang beim Überwinden der Entzugsschmerzen helfen und zusehen, wie das körperliche Verlangen langsam nachlässt. Nur um zu erleben, wie sie Wochen oder Jahre später einen Rückfall erleiden, obwohl es das rein physische Verlangen nach der Droge längst nicht mehr gibt. Diese Leute sind nicht mehr körperlich abhängig, aber sie sind süchtig. Seit 100 Jahren redet unsere Gesellschaft sich nun ein realer, doch recht kleiner Aspekt der Sucht, die körperliche Abhängigkeit, sei die ganze Show. Das ist, erklärte mir Gabor Mate eines Abends, als würden wir zur Zeit der Quantenphysik die Welt immer noch allein mit Hilfe der Newtonschen Gesetze erklären wollen. Die Newtonsche Physik ist natürlich sehr wertvoll. Sie kann vieles erklären, aber sie trifft eben nicht den Kern der Dinge. Sativa Singh.